Der Bitcoin ist zuletzt wieder deutlich unter die Marke von 40.000 Dollar gefallen, auch weil sich geopolitische Spannungen zuletzt verstärkt haben, Stichwort Ukraine. Aber auch in Kanada läuft es momentan nicht wirklich gut und einige Schwarzseher, wie zum Beispiel Goldfan Peter Schiff, glauben, dass der Bitcoin in den nächsten Monaten auf 10.000 Dollar fallen könnte, wieder mal. Und einige Kryptoanleger fürchten, dass wir jetzt in einen langen Kryptowinter gehen könnten und wie groß die Gefahr momentan wirklich ist, darüber sprechen wir gleich im aktuellen Video. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal CryptReport. Mein Name ist Alexander Mittermeier. Bei uns geht es um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, leider haben sich die geopolitischen Spannungen zuletzt weiter verschärft. Wir haben ja momentan so viele Brennpunkte auf der Welt wie schon lange nicht mehr. Das zeigt einfach, wie fragil eigentlich unsere gelebte Normalität überhaupt ist. Und das Ganze hat ja im Prinzip vor etwa 2 Jahren seinen Lauf genommen mit dieser Corona-Pandemie. Inzwischen haben viele Leute einfach die Nase voll von diesen ganzen Maßnahmen, gehen auf die Straße, protestieren und so ist es auch in Kanada momentan. Also vor allem diese Trucker haben ihre schweren LKWs dazu eingesetzt, um Brücken, um Straßen zu blockieren, um ihren Forderungen nach mehr Freiheit Nachdruck zu verleihen. Und ich habe durchaus Verständnis für die Proteste der Trucker in Kanada, bin auf der Seite dieser Leute. Aber man muss auch die Gegenseite sehen. Und zwar ist es so, dass diese Proteste auch dazu geführt haben, dass viele Lieferketten unterbrochen wurden, dass einfach Leute nicht mehr richtig zur Arbeit kommen konnten und die Regierung in Kanada hat sich da offenbar nicht anders zu helfen gewusst und hat hier ein Notstandsgesetz aktiviert, wodurch der Staat relativ einfach ohne Gerichtsbeschluss in der Lage ist, Gelder auf Bankkonten, auf Kryptobörsen, auf Crowdfunding-Plattformen zu beschlagnahmen. Und so durch war es möglich, dass etwa Bitcoins im Wert von 20 Millionen Dollar, das waren Spenden für die Trucker, einfach beschlagnahmt wurden. Und das hat natürlich für Aufsehen in der Welt gesorgt. So hat sich Kraken-Gründer Jesse Powell zu Wort gemeldet und seinen Kunden dazu geraten, ihre Coins von zentralen Kryptobörsen abzuziehen. Denn als regulierte Kryptobörse muss man natürlich den Anforderungen des Staates Rechnung tragen und dann Gelder einfrieren. Und daher ist es einfach wichtig, dass man seine Coins in einer privaten Wallet verwaltet. Und das funktioniert auch, wie das Beispiel Nunchuk zeigt. Nunchuk ist eine Software-Wallet, ein Wallet-Anbieter. Und auch diese Leute wurden ja von einem Gericht in Ontario angeschrieben. Sie sollen einfach bestimmte Assets einfrieren und Nutzerdaten herausrücken. Und da haben die Leute von Nunchuk einen sehr schönen Brief zurückgeschrieben an die Juristen, die offenbar über kein so großes Fachwissen verfügen und die Leute erst einmal aufgeklärt, dass sie nur ein Softwareanbieter sind, bedeutet, sie haben überhaupt keinen Zugriff auf diese Gelder, haben den privaten Schlüssel natürlich nicht und können daher diese Assets auch nicht einfrieren und können auch keine Nutzerdaten herausgeben, weil sie einfach nicht im Besitz dieser Daten sind. Und das zeigt einfach nochmal, wie wichtig es ist, dass man seine Coins nicht auf der Börse, sondern in einer privaten Wallet verwaltet. Denn not your keys, not your coins gilt nach wie vor und ist heute wichtiger denn je. Die Entwicklung in Kanada hat andere prominente Persönlichkeiten aus der Computerindustrie auf den Plan gerufen. So hat sich zuletzt der dänische Entwickler und Ruby on Rails Erfinder David Hansen zu Wort gemeldet. Er galt ja früher als eher ein Bitcoin-Skeptiker, hat sich aber jetzt auf die Seite der Bitcoin-Befürworter geschlagen und zwar mit dem Hinweis auf diese drakonischen Maßnahmen in Kanada, die man ja früher für kaum für möglich gehalten hat, dass der Staat so ohne weiteres Gelder beschlagnahmen kann. Und das würde eben den Wert von dezentralen Systemen wie dem Bitcoin nochmal unterstreichen. Das ändert aber nichts daran, dass auch der Bitcoin-Preis zuletzt deutlich gelitten hat, während der Goldpreis gestiegen ist. Und ein prominenter Charttechniker, Peter Brent nämlich, hat zuletzt nochmal vor zu viel Euphorie gewarnt. Er hat gemeint, dass hier Geduld gefragt ist und wie es momentan mit dem Bitcoin-Preis aussieht. Das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Bitcoin-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Bitstamp und heute ist der 22. Februar am Dienstagvormittag. Und wir sehen den Bitcoin-Kurs schwächer bei 36.950 US-Dollar, nachdem wir in der Vorwoche
deutlich über der Marke von 40.000 Dollar waren. In der Vorwoche hat es sogar kurzzeitig danach ausgesehen, als könnte sich der Bitcoin oberhalb dieser 50-Tage-Linie, das ist diese blaue Linie, stabilisieren und dann einen neuen Angriff auf diese 200-Tage-Linie bei etwa 49.500 Dollar starten. Daraus wurde leider nichts. Der Bitcoin ist weder unter diese 50-Tage-Linie als auch unter diese rote Unterstützungslinie gefallen, die sich bei knapp über 40.000 Dollar bewegt. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann sich der Bitcoin auf diesem Niveau von etwa 35.000, 36.000 Dollar nochmal stabilisieren, wie das Ende Januar der Fall war? Oder sehen wir doch nochmal einen deutlichen Kursrücksetzer auf diese untere Unterstützungslinie, die bei knapp unter 30.000 Dollar verläuft? Diese Linie hatte ja den Bitcoin im Frühjahr 2021 bzw. im Sommer 2021 gestützt. Und von diesem Niveau aus hat der Bitcoin dann einen neuen Aufwärtstrend starten können, ist dann auch im Herbst, im November auf ein neues Rekordhoch bei über 68.000 Dollar gestiegen. Und dazu schauen wir uns jetzt die einzelnen Indikatoren bzw. Oszillatoren an. Der Trendfolgeindikator MACD hat am 18. Februar ein Bearish Crossover geliefert und damit diesen Abwärtstrend ja rechtzeitig, frühzeitig signalisiert, und der MACD deutet hier auch weiter fallende Kurse an. Der RSI relative Stärkeindex sieht ebenfalls sehr schwach aus und hätte hier sogar noch Luft nach unten bedeutet. Wenn der Bitcoin auf 34.000, 35.000 Dollar fallen sollte, würde der RSI voraussichtlich dann eine überverkaufte Situation anzeigen. Also das war ja schon Ende Januar der Fall. Und ich hatte es damals ja im Video ausgeführt, dass wir voraussichtlich dann eine technische Erholung sehen werden. Und das ist auch passiert. Und jetzt ist es aber so, dass der Bitcoin noch nicht überverkauft ist, also hätte hier noch Luft nach unten. Das On-Balance-Volumen OBV befindet sich ebenfalls auf dem Rückzug, nachdem wir diesen Abwärtstrend, den wir seit Mitte Oktober gesehen haben, eigentlich schon Ende Januar verlassen hatten, aber nachdem die Käufe von institutionellen Anlegern zuletzt ausgeblieben sind, hat das OBV hier wieder den Rückzug angetreten. Also wir können hier sehen, diese grünen Kerzen Ende Januar, hier wurde gekauft, und zwar nicht nur von den Privatanlegern, sondern auch von den institutionellen Investoren. Aber diese Käufe sind Mitte Februar ausgeblieben, und das spiegelt sich auch im Shaking Money Flow und CMF wieder. Also dieser Kaufdruck, der sich Ende Januar, Anfang Februar aufgebaut hat, hat sich zuletzt vollständig abgebaut. Sogar leichter Verkaufsdruck jetzt entstanden, und damit steigt natürlich die Gefahr, dass der Bitcoin wieder in diesen Abwärtstrendkanal, den wir eigentlich schon Anfang Februar verlassen hatten, wieder zurückfällt. Diese Gefahr ist natürlich da jetzt, und das 50-Tage-Momentum, das wir hier sehen, hatte sich zwar Anfang Februar stabilisiert, aber nur ein zaghafter Aufwärtstrend bedeutet, das Momentum ist momentan nicht da, also der Zug im Markt fehlt. Der Markt gibt einfach nicht Gas, und das spricht natürlich tendenziell für eine weitere Konsolidierung. Und wenn wir uns das Ganze im Wochenchart auf dem längeren Zeitfenster ansehen, dann können wir zwar erkennen, dass der Bitcoin langfristig gesehen in einem Aufwärtstrend ist, aber kurzfristig deutet sich hier eine Konsolidierung an, denn auch der MACD auf Wochensicht hat hier ein Bearish Crossover am 13. Dezember schon geliefert, und dieses Bearish Crossover ist nach wie vor intakt. Jetzt kommt aber das große Aber, denn auf diesem Niveau hier unten hat der MACD auf Wochensicht im Sommer gedreht. Wir haben hier am 16. August ein Bullish Crossover gesehen, und das war dann auch die Trendwende beim Bitcoin. Der Bitcoin ist dann in den folgenden Wochen wieder deutlich gestiegen. Und das könnte jetzt wieder der Fall sein, dass sich der MACD bzw. der Bitcoin auf diesem Niveau hier stabilisiert. Und wenn wir hier eine Trendumkehr sehen, sprich ein Bullish Crossover bekommen würden im MACD auf Wochensicht, das wäre für mich das Signal, dass sich diese Konsolidierung dem Ende nähert. Aber momentan ist das noch nicht der Fall. Das bleibt eben in den nächsten zwei, drei Wochen abzuwarten. Insgesamt unter dem Strich denke ich,
ist die Chance nach wie vor da, dass sich der Bitcoin auf diesem Niveau von 35.000, 36.000 Dollar stabilisieren kann. Also da gibt es einige Indikatoren, die sprechen hier eine, ja, oder liefern hier ein Signal für ein mögliches Reversal. Und zwar geht es hier um den Prozentsatz jener Bitcoins, die in den letzten 12 Monaten und länger nicht bewegt worden sind. Und dieser Prozentsatz nähert sich dem Allzeithoch. Also momentan sind etwa 60% der Bitcoin-Menge innerhalb der letzten 12 Monate und länger nicht bewegt worden. Und nur zweimal war dieser Prozentsatz in den letzten Jahren höher. Das war Anfang 2016 und Mitte 2020 der Fall. Und in beiden Fällen ging eine monatelange Konsolidierung voraus. Und anschließend ist der Bitcoin-Kurs deutlich wieder gestiegen. Also das muss jetzt nicht wieder der Fall sein, aber das ist zumindest ein Indikator dafür, dass sich der Bitcoin möglicherweise stabilisiert und dass hier möglicherweise eine Trendwende bevorsteht. Und auch als El Salvador kamen zuletzt positive Nachrichten, denn die Wirtschaft ist im vergangenen Jahr das erste Mal in der Geschichte von El Salvador zweistellig gewachsen, also um über 10%. Und das freut natürlich den Präsidenten Bukele, der im letzten Jahr ja den Bitcoin als Legal Tender im September eingeführt hatte. Und er führt das natürlich teilweise auf die Bitcoin-Adaption zurück. Und er hofft natürlich, dass das Wirtschaftswachstum sich in 2022 weiter fortsetzen wird. Also die Exporte sind im Januar nochmal um 13% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Und das ist natürlich ein gutes Signal. Und ich denke, dass sich das einige andere Länder genau ansehen werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Beispiel El Salvador Schule machen wird, dass eventuell andere Länder, wie vielleicht zum Beispiel Paraguay, auf den Zug aufspringen werden und hier ebenfalls die Bitcoin-Adaption vorantreiben werden. Die Ukraine hat ja das in der Vorwoche schon gemacht, hat hier ein Gesetz verabschiedet, um den Bitcoin und andere Kryptowährungen zu legalisieren. Und die Ukraine ist ja deutlich größer als jetzt El Salvador mit über 40 Millionen Einwohnern, auch wenn es momentan natürlich viele Spannungen gibt an der Grenze. Aber das ist natürlich ein wichtiger Schritt für die Menschen in der Ukraine und auch für den Kryptomarkt als solches. Also der Bitcoin befindet sich weiter im Abwärtstrend. Allerdings gibt es erste Anzeichen, die für einen möglichen Trendwechsel beim Bitcoin-Preis sprechen. Zum Beispiel dieses NVT-Ratio. Das habe ich ja bereits im letzten Bitcoin-Video angesprochen. Blende ich euch nochmal ein, könnt ihr euch nochmal ansehen. Also hier geht es um dieses Network Value to Transactions Ratio. Also das zeigt an, dass der Bitcoin momentan tendenziell eher unterbewertet ist. Noch dazu kommt, wie bereits angesprochen, dass etwa 60% der umlaufenden Bitcoins seit einem Jahr und länger nicht mehr bewegt worden sind. Also die Langfristhalter halten an ihren Coins fest. Und daher glaube ich, dass das Abwärtspotenzial beim Bitcoin momentan eher begrenzt ist. Natürlich kann es sein, dass der Bitcoin nochmal auf diese untere Unterstützungslinie bei etwa 29.000, 30.000 Dollar zurückfallen wird. Aber ich denke nicht, dass der Bitcoin auf 20.000 oder sogar 10.000 Dollar fallen wird. Das halte ich Stand heute eher für unwahrscheinlich, außer wir sehen hier eine totale Eskalation der Situation in der Ukraine. Wir sehen eine negative Regulierung in den USA, aber daran glaube ich im Moment zumindest noch nicht. Also ich denke, dass wir eher eine positive Regulierung sehen werden. Darüber sprechen wir gleich noch. Zunächst ein kurzer Hinweis noch auf unseren Krypto-Report am kommenden Samstag. Dort sprechen wir nämlich über Non-Fungible Tokens, über NFTs. Dieser Markt boomt ja seit Monaten. Wir sprechen da über die Top-NFT-Projekte und vor allem auch die Schwierigkeiten, die momentan in diesem Markt bestehen. Und wenn euch dieses Thema interessiert, ihr wisst ja, unter crypto-report.de könnt ihr euch nach wie vor eintragen, kostenlos. Und dann bekommt ihr unsere neueste Ausgabe immer jeden Samstag kostenlos in euer E-Mail-Postfach. Nochmal kurz zurück zum Thema Regulierung.
In den nächsten Tagen wird ja eine sogenannte Exekutivorder, also ein Dekret von US-Präsident Joe Biden erwartet, die den Kryptomarkt dann endgültig regulieren soll, also wie Kryptowährungen dann zu behandeln sind. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Regulierung positiv ausfallen wird. Und zwar deswegen, weil im Herbst dieses Jahres diese sogenannten Midterm-Wahlen stattfinden. Also dann wird das US-Repräsentantenhaus neu gewählt und laut Umfragen zufolge haben derzeit die Republikaner gute Chancen, hier die Mehrheit zu holen. Und das ist natürlich den Demokraten rund um Joe Biden ein Dorn im Auge, bedeutet, Joe Biden und sein Team können sich hier keine großen Fehler erlauben, sonst ist wohl die Wahl gelaufen. Und daher glaube ich, werden wir eher eine positive Regulierung sehen. An eine positive Regulierung des Kryptomarktes glaubt auch der kanadische Geschäftsmann Kevin O'Leary, der ja durch diese Shark Tank TV-Sendung weltweit bekannt wurde. Er ist ja ein sehr erfolgreicher Investor. Sein Vermögen wird auf etwa 400 Millionen Dollar geschätzt. Und er hat übrigens zuletzt sehr stark gegen die Regierung Trudeau in Kanada gewettert, hat auch eine Klage eingereicht. Ich hoffe, dass er da politisch einiges zum Besseren wenden kann. Aber er glaubt einfach an eine positive Regulierung. Und diese Regulierung könnte den Bitcoin seiner Meinung nach in neue Höhen katapultieren. Und zwar deswegen, weil einfach viele institutionelle Investoren momentan gar nicht aus rechtlichen Gründen direkt in den Bitcoin investieren dürfen, sondern diese Leute weichen dann auf EDP-Produkte oder auf ETFs im Ausland aus. Und wenn wir eine Regulierung haben, wir einen rechtlichen Rahmen, in dessen dann auch diese großen Investoren in den Bitcoin einfacher investieren dürfen, dann könnte das neues Kapital in den Markt bringen und er sieht dann den Bitcoin relativ schnell dann auf 100, 200 oder sogar 300.000 Dollar in den nächsten Jahren steigen. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also ich denke, dass diese Kursziele von 10.000 Dollar, die wir momentan von einigen Marktakteuren hören, eher Schwarzmalerei sind. Ich glaube aber auch nicht, dass wir jetzt schnell Richtung 50.000 Dollar laufen. Ich glaube vielmehr, dass momentan die Großinvestoren erst einmal abwarten werden, wie es auf der geopolitischen Bühne weitergeht und vor allem, wie die Kryptoregulierung in den USA ausfallen wird. Wenn wir an dieser Front sozusagen Klarheit haben, dann dürfte wieder mehr Geld in den Kryptomarkt fließen und vor allem auch in den Bitcoin. Und daher gehe ich davon aus, dass wir im zweiten Halbjahr eher wieder deutlich höhere Kurse beim Bitcoin sehen werden. Aber das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann hätte mich eure Meinung zu diesem Thema interessiert, wie seht ihr die aktuelle Situation beim Bitcoin? Glaubt ihr, dass diese ganzen politischen Entwicklungen dazu führen, dass wir in den Kryptowinter gehen? Oder glaubt ihr eher an die Prognosen von Kevin O'Leary, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren stark steigende Bitcoin-Kurse sehen? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am kommenden Donnerstag geht es dann voraussichtlich um Cardano. Cardano ist ja zuletzt stark gewachsen und möchte ja in diesem Jahr ein großes Projekt angehen. Darüber sprechen wir dann am kommenden Donnerstag. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin sage ich schon einmal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video.